Ja, da sind wir auch schon. Einmal kurz auf Q drücken. Wir müssen, okay, wir müssen da runter. Kann ich den noch kaputt machen oder habe ich genug Holz? Ich habe genug Holz. Na gut. Erst mal wieder reinkommen mit der Tastatur hier. So, Federn sind immer gut. Dann will ich hier noch mal hoch. Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ja, schön. So, Toffi, das heißt, du bist also eine heiße Braut, ja? Möchtest du uns das damit sagen? Haben wir hier noch was? Nee. Hätte sein können, dass. Oh, jetzt kommt ein bisschen Wind hier durch. Oh, herrlich. Nee, hier ist nichts. Metallbrenner, zerstört die Metallbrenner mit Hilfe von Sprengladungen. Habe ich denn noch. Ja, ich habe noch einen Sprengfall übrig. Das tat weh. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Repetiergewehr, Komponente 1 von 4 gefunden, okay. Ja, so ein schönes Repetiergewehr hat schon was. Metallteile, nochmal Metallteile, sehr schön. Die Schoki. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein, aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen, aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. So. Ich glaube, hier runterspringen wäre nicht so das Wahre. Und das ist ein Freund. Okay. Ah, ich sehe schon, ich muss hier hoch. Da, wer noch? Sumpfwasser. Sie leben, gut. Die meisten Verletzten sind sicher, aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Ich grüße Sie. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können Sie viel machen. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um, bevor ich da hinten den kleinen Fluss entlang schwimme. Okay, hier komme ich nirgendwo lang.
Ich habe tatsächlich mit dem Kompositbogen jetzt vor kurzem erst freigeschaltet. Es gibt ja verschiedene Bogen. Jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Kann ich aber erst wieder machen, wenn ich an einem Lagerfeuer bin. Dann kann ich dir die Unterschiede gerne zeigen. Okay, wir müssen hier lang. Wir haben unsere Lampe verloren, weil beim Schwimmen ist die Lampe ein bisschen doof. Sehr schön. Hast du den lebend erwischt? Hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Konstantin will ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten sie oben an der Kathedrale fest. Ja. Aber immer einen Spaß haben. Das müssen sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's. Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate. Aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein Kunstkumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs klein und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Easy. So ein paar Granatpfeile herstellen. Alle laut und schön leise mit dem Bogen ausgeschaltet. Ich könnte natürlich jetzt auch wieder sagen, Hanzo Main. Aber ich muss sagen, ich arbeite gerne mit dem Bogen. Ist halt schön leise. Aber hier ist auch sonst nichts zu holen für mich, ne? Drei, zwei, eins, tot. Die Munition ist immer gut. Sprengstoff, da ist Schrotflintmunition. Momentan bin ich quasi auf dem Weg zurück zum Dorf. Ich bin auf der Suche nach der heiligen, nach der göttlichen Quelle. Und ich muss jetzt, nachdem die Trinity-Soldaten das Dorf niedergerannt haben, bin ich quasi auf dem Weg jetzt weiterhin da oben hin zu dem Burgding. Nur, dass die ganzen Soldaten das Dorf schon überrannt haben. Verstanden. So, die beiden da vorne sind gepanzert, die sind ein bisschen übler. Den könnte ich doch eigentlich so ausschalten, oder? Der da ist auch gepanzert. Aber ich habe Sprengpfeile. Wenn der gepanzerte Typ gleich da ankommt, haue ich den Sprengpfeil auf den, der in der Mitte steht. Und dann macht's bumm.
genauso. Buja. Das war's schon, ne? Habe ich mal wieder schön aufgeräumt, das Lager. Ja, wenn man ein bisschen leiser agiert und vor allem seine Waffen clever einsetzt, dann kommt man gut voran, finde ich. Munitionskiste, sehr schön. Da ist noch ein bisschen Öl. Gerne nochmal einen neuen Pfeil herstellen, Explosionspfeil. Denn die sind schon echt erste Sahne, die Bomben, die Granatenpfeile. Münzen, sehr schön. Munition ist voll. Nichts mehr? Da war jetzt doch ein bisschen wenig Leute, oder? Was haben wir denn hier? Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Es gibt gewisse Autospeicherpunkte, wenn dann meistens auch so Videosequenzen kommen. Aber ich speichere automatisch auch jedes Mal, wenn ich an einem Lagerfeuer gehe. Oh, dritte von 4 Komponenten für die MP. Sehr schön. Und diese Lagerfeuer sind halt sehr großzügig verteilt. Oh, die machen auch Bumm hier. Pfeile. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Alter Falter. Und einen wunderschönen guten Tag, Liliana. Ich
Hier müssen doch noch mehr Bösewichte sein, oder kommt gleich wieder so ein fetter Bossfight? Ja, wir müssen da oben rein. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Nummer 1. Okay, den schaltet gleich auch schön leise aus. Da kommt nämlich gleich wieder hier vorbei. Das Lustige ist ja, die sehen es einfach nicht. Ich sag's immer wieder, Hanzo Main. Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hingeflogen. Anna ist schon da oben. Sie glaubt, sie finden den Atlas da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Gefangenen kannte einen Geheimgang. Da unten gibt es jede Menge Katakomben. Wenn er nicht so dick gepanzert wäre. So. War's das? Von der Musik her war es anscheinend noch nicht. Jetzt aber. Puh. So, jetzt noch die Leichen looten. Brauchen noch ein bisschen Munition hier. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet.
Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Und das wirst du nicht erreichen. Dafür werde ich sorgen. Oh, ich höre einen Hubschrauber. Ach stimmt, damit kann ich Annäherungsminen machen, ne? Werden wir nachher mal ausprobieren. Und hallo Liliana, einen schönen guten Tag. Alles gut bei dir, außer dass es warm ist. Verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich. Was ist denn los? Uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ja. Ich frag mich gerade, wo ich hin muss. Was heißt denn das Übliche? Ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann. Okay. Ach, hier muss ich lang. Okay. Und das war ja wohl nix. Da so nicht hoch. Ach, ich muss mit dem Haken da oben an. Vergaß mein Drahtseil. Okay. Ich werde jetzt aber Meinung oder so jetzt hier nicht aussprechen. Das kann ich dann später auch zurückschreiben. Wenn die Meinung überhaupt erwünscht ist. Der Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten.
Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ich sag nicht, ich hätte mich nicht angeboten. Also wenn ich will, der hat schon. So, endlich neues Lager. So, neuen Fähigkeitspunkt. Was haben wir hier noch? Schrotflintenexperte, Gewehr. Ist alles nicht so meins. Verdienen Sie Bonus, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das ist wohl richtig. Ja, das kann ich jetzt auch gleich gerne machen. Todeswolkenfall. Brandverursachende Schrotflintenpatronen her, das ist ja cool. Wir nehmen das mal. So, Waffen-Upgrades. Dann zeige ich dir mal die verschiedenen Bogen, die wir haben. Das ist der Recurve-Bogen. Der hat eine gute Zielgeschwindigkeit, Haltezeit, Schussfrequenz. Den Compound-Bogen, das ist, den wir ja halt nicht ausgewählt haben, aber der ist genauso gut wie unser Bogen. Dann gibt es noch den alten Hornbogen. Der hat eine größere Zielgeschwindigkeit, das ist schneller schussbereit und die Schussfrequenz ist höher. Und ich könnte jetzt hier, glaube ich, noch weitergehen. Die Weiße Witwe zum Beispiel hat auch eine höhere Zielgeschwindigkeit, aber dafür weniger Schaden. Leuchtfeuer. Traumstachel. Und der Grabflüsterer ist leider noch nicht freigeschaltet. So, wir gehen auch wieder auf meinen Todesatem. Und ich kann den jetzt ein bisschen upgraden. Verbesserte Cams. Wenn ich da noch will. So, Stabilisator gleicht das Bogengewicht und die Abweichung nach dem Schuss aus und erlaubt so ein schnelleres erneutes Spannen und Feuern. Anwendbar bei allen Compoundbögen, okay. Schussfrequenz oder Haltezeit? Ich glaube, ich werde die Schussfrequenz erhöhen. Oder ich erhöhe einfach beides. Nein, gehen auf die anderen Waffen noch hin. Wir können das hier auch noch upgraden. Griff mit Schlaufe. Die Maske für die Griffoblige erlaubt annähernd sofortiges Aufstemmen von Türen und Truhen. Ah, dann brauche ich keinen E mehr smashen, wenn ich das aufbrechen will. Die Schrotflinte. Größeres Trommelmagazin wäre schon cool. Habe ich mehr Munition drin. Aber ich bin gar nicht so der Schrotflintentyp. Ich bin lieber mit dem Sturmgewehr und dem Repetiergewehr unterwegs. Ja, ich muss sagen, ich hab's ja. Ich wollte es damals auf der PlayStation spielen, aber Xbox hatte sein Jahresexklusivrecht damals gekauft gehabt. Deswegen ist es ja für mich nicht in Frage gekommen. Und jetzt, da ich mittlerweile einen neuen Rechner habe, habe ich mir gedacht, spiele ich es jetzt einfach mal. Und es macht Spaß. Ich kann zwar jetzt nicht auf höchster Grafik spielen wegen des Streams. Ohne Stream könnte ich auf wunderschöner hoher Grafik spielen. So, Laufverlängerung, mehr Schaden. Genau, wir haben nämlich hier noch unser Goldfang. Der macht mehr Schaden. Aber Problem ist, das ist ein Einschussgerät. Das heißt, ich kann da immer nur eine Kugel reinballern. Aber das Ding macht halt ordentlich Bums. Ist halt eher was dafür, wenn ich vom Weitem relativ gut zielen kann und so weiter. Hilft aber nicht so viel weiter. Ich schränke mich für euch ein, ja, vollkommen richtig. Dave hat es auch mal versucht zu streamen tatsächlich, aber bei ihm ist das Spiel jedes Mal eingefroren. Keine Ahnung warum. Und außerdem so bin ich. So bin ich. Ich bin ein herzenslieber Mensch, auch wenn ich manchmal ein Arsch bin. Und einen wunderschönen guten Tag, Chris. Ich hoffe, du schmilzt nicht zu sehr ein. Deswegen gehen wir wieder auf unser Sturmgewehr zurück.
Und da, auf jeden Fall Großraummagazin. Ich brauche mehr Munition in den Dingen. Ah, ich wollte nochmal hier Inventar, Munition herstellen.